Material wird im Darts meiner Meinung nach viel zu oft unterschätzt. Als Spieler hat jeder von uns die Aufgabe, das für seine Bedürfnisse optimale Material zu finden. Jedes Jahr kommt dann mehr und mehr Material auf den Markt. Und meistens hat es vor allen Dingen einen Sinn: unser Spiel besser machen. Gut, manchmal soll es wahrscheinlich einfach nur Kohle bringen, aber da kümmern wir uns jetzt heute mal nicht. Gerade die Monate vor der WM sind dann meist Launchzeit. Alle Hersteller bringen neue Produkte auf den Markt und das veranlasst natürlich jetzt auch mich dazu, zu gucken, was da dabei ist, was mein Spiel vielleicht verbessern kann. Ich bin Dominik, ambitionierter Amateur-Spieler und heute ist es mal wieder Zeit für einen klassischen Average-Test. Allerdings werden wir heute mit dem neuen Target K-Flex-System spielen. Wie sieht dieser Test also aus? Ich habe mich ganz normal warm gespielt, wie ich das immer tue, mit meinem normalen Setup. Das ist übrigens ein normaler LSI-Carbon-Schaft mit einem EZ-Flight hinten drauf in Standardform. Erst dann bin ich dazu übergegangen und habe die Target K-Flex draufgeschraubt. Das heißt, ich bin quasi ohne irgendwelche Übungen direkt ins Match gestartet. Gespielt wird Best of 5 gegen den Bot auf Level 1. Ich will wieder die Doppel treffen, ich will wieder zeigen, was denn mit diesem System so möglich ist. Nach dem Spiel gibt es dann natürlich auch wieder die klassische Stats-Analyse. Also dann, viel Spaß! Und dann geht's auch los. Der erste Dart, zack, in der Triple 20. Aber liebe Darts-Freunde, ich sage euch eins, wenn ihr jemanden scheitern sehen wollt, dann müsst ihr dieses Video gucken. Der erste Dart, so geil wie er war, der Rest des Spiels ist wirklich katastrophal. Also meine mit Abstand schlechteste Leistung, was ich hier bisher ans Board gebracht habe, seit langer Zeit. Ich schiebe es jetzt einfach mal aufs Material, genau das sollte ja auch hier getestet werden. Und ich habe wirklich nach den ersten 3-4 Aufnahmen gedacht, bitte, lass dieses Spiel einfach nur zu Ende sein. Was mir sofort aufgefallen ist, die Pfeile bzw. die Barrels mit den neuen Flights und dem neuen Shaft in einem, sie sind viel, viel schneller an Bord. Also es ist ganz anders zu spielen als mein L-Style-Setup. Viel, viel kürzere Zeit in der Luft und auch wirklich sehr viel härter einfach. Ich halte meine Darts dann immer so in der Hand und drehe sie gerne noch ein bisschen, bevor ich sie dann wirklich in den Finger nehme. Das sieht man vielleicht ab und zu mal vor dem ersten Wurf in jeder Aufnahme. Und da muss ich sagen, hat sich dieses System für mich eigentlich schon disqualifiziert, weil ich kann sie so nicht drehen. Da sind so harte Kanten drin, am Übergang vom Barrel und vom Shaft dann. Hat mir gar nicht gefallen und mich tatsächlich auch während des Spiels dann ja stark beeinträchtigt irgendwie. Also ich musste immer wieder daran denken. Habe jetzt hier einen schönen Dart in die Triple 17, um mir 40 Rest zu stellen und dann geht das ganze Unheil auch schon los. Also so stark wie die Doppel sonst vielleicht mal liefen, so katastrophal ist es hier. Also der letzte Wow sollte eigentlich in die Doppel 7. Da war er weit weg von entfernt. Ich habe keine 3 geraden Darts auf die Reihe bekommen und also es geht einfach schon super schlecht los. Die Distanz Best of 5 sehr, sehr kurz. Hier jetzt auch wieder 3 vorbei und die sind halt wirklich nicht mal knapp. Also den ersten, den akzeptiere ich noch, aber dann wird es vogelwild. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Ich meine, dass ich jetzt checke. Nein, ich glaube tatsächlich doch nicht. Triple 1, auch das. Es geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon 12 Darts am Doppel vorbeigekachelt. Und das allein im ersten Leck. Also es ist katastrophal. Das Coole ist, ich weiß, ich bin jetzt wieder auf mein anderes System gewechselt nach diesem Test und das Vertrauen ist zurück. Da ist er drin, der Blick in die Kamera sagt auch einiges aus. Das zweite Leck, es läuft dann besser, ich habe mal eine 100 dabei, aber so viele Ausreißer, wie ich in die 1 und in die 5 habe, also normalerweise bin ich sehr, sehr gerade, viele Treffer in der 20, klar, dann ist vielleicht mal einer am Draht in die Triple 5, aber hier super wild. Ich hatte einfach kein Vertrauen in dieses Material, nachdem es dann am Anfang nicht lief, hier auch. Das Ding geht in die Doppel 8, obwohl es in die Doppel 16 soll und das letzte Leg startet dann zumindest ein bisschen besser. Also vom Scoring her hatte ich dann zumindest das Gefühl, auch wenn ich in meinem Hirn ganz, ganz viele Gedanken hatte, dass es besser lief. Ich spiele mich dann relativ gut runter hier, da freue ich mich über 3 Darts dann in der 20. Die 2 Darts jetzt hier, die sind dann auch wieder
super nah in der Triple 5. Da rege ich mich gar nicht drüber auf. Das tue ich auch in einem normalen Spiel nicht. Da freue ich mich hier gerade drüber, dass das so funktioniert, wie es funktioniert hat. 2-3 mm rechts oder links, das wird mit der Zeit alles kommen. 291 Punkte, ich bleibe noch oben, wieder 60 Punkte geworfen. Mit sowas bin ich dann tatsächlich sehr, sehr happy. Sind so langsam auf dem Weg in den Finish-Bereich. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wieder schöne 20, nah dran. Der kann auch wieder rechts reinfallen, aber hier, ja, der verzieht dann wieder ein bisschen. Aber was will man erwarten? Also die wievielte Aufnahme ist das jetzt, die ich mit diesen Darts bisher gemacht habe? Die 40., die 50., vielleicht so um den Dreh. Und dafür tatsächlich finde ich es gar nicht so verkehrt. Also ich habe das System ja, wie ihr erfahren habt, gerade erst draufgeschraubt. Schöne 95 für 80 Rest. Und hier habe ich jetzt gedacht, oh, das könnte ein Leck werden, was echt in Ordnung ist. Aber es wird noch schlimmer. 20, 20 und jetzt ist es die Doppel-20. Wandern mag ich eigentlich auch nicht so gerne, aber der ist ja in der Nähe, also nicht nah am Draht, nicht zu weit weg. Damit kann man leben, aber jetzt nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. Es geht weiter. 10. Fällt mir gerade auf, habe ich mich verrechnet? Ich glaube, ich habe mich wieder verrechnet. Aber auch da, mein Kopf, der war gar nicht mehr da. Ich glaube, ich hatte eigentlich hätte mit dem ersten Dart in dieser Aufnahme schon auf die Doppel-10 gehen müssen. Jetzt auch, die sind sauknapp. Ich weiß gar nicht, ob man die näher dran vorbei werfen kann. Es klickt auch richtig schön, dass er am Draht ist. Da kann man dann manchmal einfach nichts machen. Ich war dann sichtlich genervt. Es geht dann jetzt hier natürlich weiter auf Doppel 5. Und gerade Doppel 5 ist so ein Doppel, finde ich, wenn man da nicht mit dem ersten, zweiten Dart das checkt oder das zumindest in einer Aufnahme klärt, dann kommt man ans Board und man ist nicht wirklich glücklich darüber, dass man jetzt nochmal ran darf. 5 Punkte Rest, auch das ist undankbar. Doppel 2 ist noch okay für mich, die 1 dieses zumindest. Hier jetzt der ist natürlich auch nicht drin. Wie sollte es anderes sein? Und dann darf ich nochmal mit 5 Punkten ans Board kommen. Ich weiß gar nicht, der wievielte Fehler das jetzt schon war. Wahrscheinlich auch so 12 in die Region. Wir gucken gleich mal, wie viele Fehldarts es ganz am Ende sind. Der geht auch daneben und der dürfte auch daneben gehen. Genau. Also darf ich nochmal mit 3 frischen auf Doppel 2, um das ganze Ding endlich zuzumachen. Und deswegen übrigens auch Trainer 1, damit ich hier selber zeigen muss, was geht. Der ist auch wieder weiter weg. So langsam nähere ich mich an, aber auch mit dieser Aufnahme leider kein Doppel getroffen. Wir schauen mal. Jetzt dürfte es, glaube ich, vorbei sein. Und der ist drin. Und mit diesem Blick in die Kamera ist eigentlich auch alles gesagt. Mehr brauche ich gar nicht hinzufügen. Wir sehen jetzt hier die Stats und um Gottes Willen. Also 3 von 33 Doppelquote. In der Zeit spielen Profis teilweise 3 Legs, 2 Legs, 66er Average. Das ist First 9, das ist in Ordnung. Average von 41. Naja, könnte besser sein, würde ich behaupten. Okay, kommen wir zum Fazit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ein wenig niedergeschlagen bin. So ein Average zu produzieren, obwohl es ein anderes System ist, ja, es gehört irgendwo dazu, aber zufrieden bin ich natürlich nicht. Was es mir aber auf jeden Fall gezeigt hat, ist, wie wichtig Vertrauen ins Material ist. Der erste Dart in die Triple 20 war fulminant, ich habe mich gut gefühlt und danach, es ging nur noch bergab und ich wollte einfach nur fertig werden. Ich kann euch nur dazu ermutigen, auch mal anderes Material zu testen und dann zu schauen, was das mit euch macht. Vor allem hier oben. Es ist wirklich Wahnsinn, was Vertrauen in das Material ausmacht. Und wenn euch das alles noch nicht genug ist, dann gebe ich euch einen Tipp. Ihr könnt mal hier schauen. Da habe ich mal die World Grand Prix Distanz der Profis getestet und da habe ich ein bisschen besser performt. Also dann, bis zur nächsten Etappe auf meiner Reise zum Darts-Gipfel.